الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich bezeuge, es gibt niemanden, der mit Recht angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Und ich heiße euch inshallah allesamt herzlich willkommen zu dem Vortrag. Zu dem Vortrag für Jugendliche inshallah ta'ala. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala mit seinen schönsten Namen und seinen schönsten Eigenschaften, dass er uns erfolgreich macht im Diesseits und erfolgreich macht im Jenseits. Und sage zu euch allen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und ich bitte um Verzeihung, ja, wieder zu spät. Und wieder mal muss ich jetzt hier lange warten auf euch. Habt ihr schon gesagt 7:30 Uhr? Nein, wir haben 7 Uhr. Der hat mich vorhin gefragt, wie viel Uhr habe ich mir? 7 Uhr. Ja, ich warte jetzt einfach mehr als eine halbe Stunde zu spät. Und viele Leute haben gewartet auch. Okay. Tayyib, inshallah. Wir machen inshallah weiter in der Unterrichtsreihe, inshallah. Islam für Jugendliche. Und Abdullah, weißt du, worüber wir letzte Woche geredet haben? Weißt du nicht, ja? Okay. Ammar, weißt du es? Über die Propheten und mit welchen Büchern die gekommen sind. Die Propheten und mit welchen Büchern die gekommen sind. Also wir haben, ehrlich gesagt, wir haben ja so eine offene Sitzung gemacht, allgemein, ne, Beweise für den Islam, etc. Das haben wir... darüber haben wir geredet. Und ansonsten haben wir eine Sache noch erwähnt, die wichtig war. Abdullah? Meine Mutter. Was war zuerst, okay, das Huhn oder das Ei? Ja, das ist sogar so Schwachsinn, ja? Oh, das war letzte Woche. Nein. Das war morgen. Wo ist der andere Abdullah? Ibrahim? Da kommt einer. Okay. Tayyib, inshallah. Okay. Also, wir haben allgemein haben wir geredet über allgemeine Themen, ja, wie man beweisen kann, dass Islam die Wahrheit ist, ja, dass es Allah gibt, logische Beweise, Beweise aus dem Koran, ja. Wir haben aber über eine Sache gesprochen. Das wüsste ich aber von euch gerne. Woraus besteht der Iman? Das haben wir auch gemacht. Kann auch jemand von den Jugendlichen, die dabei sind, online, live. Was haben wir gesagt? Was ist der Iman? Woraus besteht der Iman? Das haben wir auch gesagt. Ich habe euch gesagt, das ist wichtig. Keiner hat's mitgenommen. Keiner weiß es hier. Woraus besteht der Iman? Schauen wir mal, ob der das weiß. Worüber haben wir letzte Woche geredet, Junge? Junger Mann. Kritisch, ja? Warte, über Gender. Nein, warte. Ey, das tut so weh, das war nicht. Richtig. Was? Richtig. Zwei Leute haben schon richtig gesagt, hier, auf Insta. Hey, lass. Die drei letzten Sachen mit Herz und Aussprechen. Ja, genau, richtig. Ja, Iman besteht aus drei Sachen. Taten, die man macht in seinem Körper, im Herzen und mit der Zunge. Ja, richtig, Barakallahu fikum. Und wenn wir sagen, dein Iman besteht aus allen drei,
Das heißt zum Beispiel, einer, der im Herzen gar nicht an Allah glaubt, ist er ein Muslim? Der macht, der betet, der fastet, der spendet, der kämpft, der macht alles, der macht Da'wah, der lernt den Koran auswendig. Ist der Muslim? Ha? Was ist der? Heuchler. Heuchler. Ja, weil äußerlich, er zeigt äußerlich den Islam, innerlich hat er keinen Glauben. Okay? Einer, der sagt, er ist gläubig, ja, mit seinem Herzen, er sagt, ja, ich glaube in meinem Herzen, ich glaube an Allah und so. Aber der macht gar nichts, der betet nicht, fastet nicht, macht aber gar nichts. Macht kein Hajj, macht kein Sadaqa, kein Zakat, gar nichts. Ist er Muslim? Macht aber gar keine Taten. Ja? Kannst du nicht nur mit Namen Muslim sein. Okay? Das heißt, und im Umkehrschluss, was bedeutet das auch, wenn dein Iman aus allen drei besteht? Das heißt, du kannst auch deinen Iman verlieren mit allen drei. Du kannst ungläubig werden, von Herzen, indem du zum Beispiel, statt dass du glaubst, nicht glaubst. Indem du, statt dass du Allah dich unterwirfst, ja, und Ikhlas hast, du unterwirfst dich nicht Allah. Im Herzen, ja, du liebst Allah gar nicht. Null. Oder du fürchtest Allah null. Oder du, ja, ist gar nichts. Im Herzen gar keine Tat da. Kein Tawakkul, keine Liebe, keine Unterwerfung, kein, ja. So. Das ist eine Sache. Das heißt, du kannst vom Herzen aus ganz ungläubig werden. Mit der Zunge kann man ungläubig werden oder nicht? Ja. Ja. Du kannst ein Wort sagen, so wie du mit einem Wort Muslim sein kannst, mit der Shahada, kannst du mit einem Wort aus dem Islam rausfliegen. Du beleidigst Allah zum Beispiel, bist du raus aus dem Islam. Ja? Beispielsweise. Der sagt noch hin. Nummer 3. Mit den Taten. Kann man mit den Taten aus dem Islam rausfliegen? Wie denn? Du machst etwas, was man nicht machen darf. Du machst etwas, was man nicht machen darf. Du rauchst eine Zigarette. Oder ein Joint. Bist eine große Sünde. Eine große Sünde. Chef. Du trinkst einmal Alkohol. Du bist raus aus dem Islam. Anderen Gott anbeten. Anderen Gott anbeten. Ja, das heißt, du machst eine Sache, die Kufr oder Schirk ist. Ja, das heißt, du machst eine Sache, du machst Sujud. Du machst Sajda. Konzentrieren. Du machst Sajda zum Beispiel. Hey. Du machst Sajda zum Beispiel zu einem anderen als zu Allah. Oder du trägst einfach hier ein Kreuz. Ja? Jemand geht zu einem Tätowierer, der macht eine Tätowierung, ist haram. Aber stellt euch vor, der sagt ihm, ja, tätowiere mir ein Kreuz. Ein Kreuz. Ja? Fliegt er raus im Islam. Oder er kauft einfach eine Kette mit einem Kreuz. Ja? Ein Symbol des Kufr, des Schirk. Und er macht das. Das heißt, du kannst ungläubig werden. So wie du mit diesen Sachen gläubig bist, kannst du mit diesen Sachen auch ungläubig werden. Mit dem Herzen, mit der Zunge oder mit den Taten. Ja? Einen Augenblick, ich mache es mal anders hier. Schon gelernt, hier bei Insta geht es ja wenigstens so. Fragen, nicht Fragen. Wie machen wir es nochmal mit? Genau hier. So, ja, so besser. Kann man sich besser konzentrieren, glaube ich, ohne Kommentare. Also, dann haben wir noch allgemein geredet über logische Beweise, dass es Allah gibt, dass Islam die Wahrheit ist. Ja? Eine logische Sache auch, die wir vergessen haben, ist was? Dass du einfach vergleichst. Ja? Wie zum Beispiel, du hast eine mathematische Aufgabe, mal ganz einfach. 2 plus 2 gleich 4. Ja? 2 plus 2 gleich 3, 2 plus 2 gleich 22, 2 plus 2 gleich 7, ja? Du hast viele verschiedene Antworten. Aber die Wahrheit ist nur eine. Ja? Die Wahrheit ist nur eine einzige. Und das Falsche ist sehr, sehr viel. Ja, so sagt das auch Allah im Koran über den Glauben. So, wenn du jetzt zum Beispiel einfach nur vergleichst, ja? Was gibt es denn zur Auswahl? So wie du, wenn du was essen willst, was kaufen willst, ja, jemand bietet dir an ein Fahrrad, ein Lambo, Ferrari, keine Ahnung, ja, ein Roller, ein Fiat, keine Ahnung, wie heißt man das Ding, das hässliche? Multipla. Fiat Multipla, Opel Corsa, keine Ahnung, ja, du vergleichst einfach. Was gibt's denn da überhaupt? Was ist da die Lösung? Was ist da, okay, das wäre eigentlich jetzt nicht das Gleiche, aber beispielsweise bei der mathematischen Aufgabe, ja, oder eine Formel. Du vergleichst einfach, okay, was gibt es denn? Was ist überhaupt die Möglichkeit? Okay, 1 plus 1, 2, 3, 4, 5, 11, 10.000.
Ja, die Wahrheit kann nur eine sein. Was ist am logischsten, was ist, macht am meisten Sinn? Am meisten Sinn macht 1 plus 1 gleich 2. Easy, oder? Aber schauen wir uns mal das andere an. Okay, machen wir jetzt Islam. Wir sind überzeugt von Islam. Islam ist die Wahrheit. Alles andere macht gar keinen Sinn, okay? Aber wie macht keinen Sinn? Wir müssen das erstmal kennen. Was gibt's denn da überhaupt? Was beten die Leute an? Die einen sagen zum Beispiel, wir sind Christen, beispielsweise. Ja? Sie sagen, sie glauben an Gott. Aber sie glauben an Gott, an Jesus und an den Heiligen Geist. Und sie beten Allah an, sie beten Jesus an, sie beten den Heiligen Geist an. Und es gibt ja viele Sekten unter denen, die beten, manche beten ja auch Maria an, die Mutter von Jesus an. Ja? So, die beten einfach andere an, neben Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, wie war Jesus? Jesus wurde geboren. Ja, seine Mutter ist ja Maria. Er wurde geboren, so wie wir geboren wurden. Woraus besteht er? Fleisch und Blut. Was hat er gemacht? Er hat gegessen und getrunken. Kana kulani ta'am. Sie haben gegessen und getrunken. Ja, er und seine Mutter, sie haben gegessen und getrunken. Sie haben gegessen und getrunken bedeutet was? Sie sind auf Toilette gegangen. Was hat er gemacht? Er hat gebetet. Er hat Da'wa gemacht. Er hat Dua gemacht, um Hilfe gerufen. Steht sogar in der Bibel. Ja, er hat um Hilfe gerufen. Er hat sich niedergeworfen, Sujud gemacht, gebetet. Okay, dann muss man ja überlegen. Okay, also er war nicht da, er wurde geboren. Ich muss ja anschauen, was ist, ja, 1 plus 1 gleich 3. Ja, 1 plus 1 ist einfach, aber ich sag dir jetzt 27.388 mal, keine Ahnung, ja, sagen wir was, irgendwas, x, keine Ahnung, irgendwas Schweres, ja, da musst du dir das anschauen, ja, ich muss das anschauen, ja, ich muss das unter die Lupe nehmen. So, wenn ich jetzt aber zum Beispiel jetzt hier, jetzt nehmen wir als Gleichnis, als Beispiel, aber stellt euch mal vor, ich nehme jetzt was, okay, ich nehme das, Christentum zum Beispiel. Weil wir wollen der Wahrheit folgen. Mir ist egal, wie die Religion heißt. Mir ist egal, wer Big Boss ist. Ich will Hauptsache nur ins Paradies, weil ich weiß, ich werde bald sterben. 100%, weil alle Menschen sterben. Keiner hat es überlebt bis jetzt. Ja, alle sterben. Das heißt, ich weiß, ich werde bald sterben. Ich war vorher nicht da. Das heißt, ich hatte einen Anfang. Ich wurde geboren und ich werde bald sterben. Das heißt, irgendwas wird passieren. Ja. Und ich kann ja auch das andere anschauen. Ja, dazu kommen wir vielleicht gleich. Die manche sagen, nee, passiert gar nichts nach dem Tod. So wie die Araber damals, das hat von Mohammed sallam, Quraysh, und sagen wir, nachher nach dem Tod bist du Staub, die Erde ist sich auf, fertig. Gibt's alles, kann man es auch anschauen. Ja? Aber wenn wir uns das jetzt anschauen, Christentum, weil die meisten Menschen auf der Erde, Allahu a'lam, ich würde sagen Muslime, Christentum, vielleicht sogar Christentum an erster Stelle, Muslime an zweiter Stelle. Aber natürlich, Christentum geht so runter. Also das ist immer, ne, in Deutschland könnt ihr mal googeln, wie viele Leute gehen jedes Jahr aus der Kirche raus. Die schreiben also, die essen im Rathaus, sich aus dem Christentum quasi, Khalas, die haben damit nichts mehr zu tun. Ja, weil die müssen ein bisschen so wie Zakat zahlen, ne, Kirchensteuer, und die haben keinen Bock drauf und sagen, ich bin kein Christ mehr so. Ja, die lassen, wie viele Leute gehen aus der Kirche raus oder aus anderen Problemen, weil zum Beispiel sehr viele Priester sehr viele schlimme Sachen gemacht haben mit Kindern und so. Sehr viele Sachen, oder weil es einfach bei ihnen keinen Sinn macht, keine Logik, dies, das. Kannst du mal googeln, wie viele Leute gehen jedes Jahr aus dem Christentum raus? Ohne Ende, das nur in Deutschland, aber weltweit. Ja? Warum werden so viele, zum Beispiel jetzt hier in England, warum werden so viele Kirchen zu Moscheen gemacht? Ja, allein hier in Leicester mehrere Kirchen, daraus sind Moscheen geworden, oder daraus sind Wohnungen geworden. Ja, du suchst manchmal nach einer Wohnung, siehst einfach so von außen voll die Kirche, die, ja, aber von innen einfach Wohnungen. Weil keiner mehr dahin geht. Ja, weil die Leute treten aus. Und im gleichen Augenblick siehst du, Moschee hier, Moschee da. Moschee, neue Moschee hier, neue Moschee da. Dann gibt es ja, glaube ich, mehr Moscheen als Kirchen. Definitiv sogar. Ja, obwohl das eigentlich die Stadt hier, Leicester ist ja die Stadt von, wie heißt er? Löwenherz. König Löwenherz. Wisst ihr das? Der ist von hier, von Leicester, ist ja seine Stadt hier. Der ist ja hier begraben. Der ist hier von Leicester nach Jerusalem, hat Beit al-Quds quasi, Jerusalem, dieses erobert, ja, angegriffen, von hier bis nach Jerusalem. Jetzt aus Leicester, das ist ein richtig christliches Land und Stadt. Ja, ich gucke mir aber jetzt die Religion an.
Ja, wir reden jetzt nicht darüber, wir schauen uns jetzt die Religion an. Weil wenn das die Wahrheit ist, ich folge einfach der Wahrheit. Mir ist egal. Ich muss nicht das machen, was meine Eltern sagen. Die meisten Menschen folgen ihren Eltern und gehen in die Hölle. Ja? Weil die ja gar nicht überlegen, ob das die Wahrheit ist oder nicht, weil die gar nicht sich anschauen, die Materie. Aber wenn du jetzt anschaust, wir gucken uns jetzt Christentum an, Nummer 1, weil das ja, sag mal, ja, so Christentum ist vielleicht die größte, ich schätze mal, ich bin nicht 100% sicher, aber ich bin ziemlich sicher, Christentum, am meisten Menschen auf der Erde sind Christen. Eigentlich, ja. Weil viele haben ja mit Christentum gar nichts zu tun, sieht man in Deutschland, in England, Frankreich, überall. Die wurden einfach mal, ja, die Eltern waren Christen oder so, aber die meisten haben damit gar nichts zu tun. Glaubst du an etwas? Ich glaube, da ist etwas. Das ist ja kein Christentum. Ja, du kannst ja, sehr viele Deutsche sagen das. An was glaubst du? Ja, ich wurde getauft, ich bin evangelisch oder katholisch, also irgendwie Christ. Ja, glaubst du an Gott? Ich weiß nicht. Ich glaube, da ist irgendetwas. Das ist eigentlich Christentum, das ist gar kein Glaube. Das ist, ich glaube, da ist etwas, das ist gar nichts. Das ist gar kein Glaube. Das ist irgendwelche Zweifel hat der. Oder Uswasser oder so. Das ist kein Glaube. Glaube ist, ich glaube fest an eine Sache. Okay, das heißt, wir schauen uns das Christentum an. Christen beten Jesus an. Jesus war nicht da, wurde geboren. Ja, er war nicht da, wurde geboren. Das ist, er war gar nicht da. Wo war er denn? Vorher. Der war ja nicht da. Okay? Da waren Menschen vor ihm. Da war alles vor ihm schon. Also vor ihm wurden schon Menschen erschaffen, die Erde erschaffen, Sonne und Mutter. Alles schon vor ihm. Ja. Das heißt, er kann ja nicht der Schöpfer sein, weil er war ja selber nicht da. Der wurde ja erst geboren. Bevor er geboren wurde, wie wurde er geboren? Ja? Wie wurde er geboren? Im Bauch seiner Mutter. Der war ja nicht ein Mensch direkt komplett. Es war mal ein Tropfen Wasser oder, ja? Subhanallah. Und dann ist es ein Mensch geworden. Und er ist ein Mensch geworden, das heißt was? Er besteht aus Fleisch und Blut und Knochen. So wie wir. Er wurde geboren und er wurde von seiner Mutter gestillt und er hat gegessen und getrunken. Das heißt, wenn er isst und trinkt, ist er unabhängig, ja? Ist er unabhängig oder braucht er etwas zum Leben? Braucht er etwas anderes und braucht er jemand anderes? Was sagt ihr? Ja? Braucht er gar nichts? Was sagst du? Brauchte er gar nichts und niemanden? Doch. Also er war abhängig, ja? Er war bedürftig. Ja? Er war bedürftig und abhängig von anderen. Seine Mutter musste ihn stillen. Danach musste man ihm Essen und Trinken geben. Und danach, was? Er brauchte Essen und Trinken. Der ist bedürftig, der ist arm. Ja? Er konnte ohne andere Hilfe konnte er selber nicht leben. Und nicht wachsen. Ja? Das heißt, er ist abhängig von Essen und Trinken. Konnte er ohne Atmen leben? Nein, er brauchte auch Sauerstoff. Das sind alles Sachen, das macht für mich gar keinen Sinn. Warum soll ich ihn anbeten? Der ist ja genauso wie ich. Ja, von der Schöpfung her. Fleisch, Blut, er braucht Essen und Trinken. Ich brauche Essen und Trinken. Ein Hund braucht Essen und Trinken. Ein Affe braucht Essen und Trinken. Ein Djinn braucht Essen und Trinken. Ja, eine Pflanze braucht Wasser. Das ist, er ist abhängig von anderen, damit er überhaupt leben kann. Er war nicht da, er wurde gemacht. Ja, das ist von jemand anders wurde er gemacht. Warum? Das ist auch so eine Logik, warum das ein Beweis ist, dass der Islam die Wahrheit ist, dass Allah so einen erschaffen hat. Ja, man kann sich ja selber, haben wir schon darüber geredet, ja, man kann sich ja selber nicht erschaffen. Ja, am khuliqu min ghayri shay, am humul khaliqun. Wurden sie denn erschaffen? Von nichts kann er nicht sein. Nichts kann er nichts erschaffen. Oder haben sie sich selber erschaffen? Geht ja auch nicht. Du warst ja nicht da, kannst auch nicht dich erschaffen. Ja, das heißt, alle Möglichkeiten sind geschlossen. Er wurde gemacht von jemand anders. Ja, und vor ihm wurde schon seine Mutter ja geboren, als er noch nicht da war. Ja, das heißt, es macht gar keinen Sinn. Es macht für mich gar keinen Null Sinn, dass ich Isa alaihi salam anbete. Aus 10.000 verschiedenen Sichten. Ja, schon vor ihm war die Schöpfung da. Menschen waren da, Sonne, Mond. Ja, wie soll er das erschaffen haben, wenn er noch nicht mal geboren war? Die sagen doch, Gott hat das erschaffen, dann ist er irgendwie in einen Mensch reingegangen, dann war da halt Isa. Also da waren da ja Zweifel. Ja. Ja, also der hat sich ja selber dann, also nochmal erschaffen oder so, als zweites Gott. Warum sollte er das machen? Ja, damit er so die Menschen oder so rettet. Macht ja keinen Sinn. Macht ja keinen Sinn. Ja? Macht ja keinen Sinn, ist ja unlogisch. Unlogisch. Ja? Und deswegen was? Ich bete noch nicht jemanden an, der ist genauso wie ich. Ja?
Dann bete ich lieber mich selber an oder meinen Vater an oder so. Ja, oder den Propheten an. Warum soll ich einen Menschen anbeten? Warum soll ich einen anderen Menschen anbeten? Der wurde erschaffen, er musste essen und trinken, er hat Hilfe gerufen, weil er gegessen hat, getrunken hat und musste auf Toilette gehen. Ich bete doch nicht jemanden an, der auf Toilette geht. Ja? Wenn ich jemanden anbete, dann muss er einzigartig sein. Dann muss er der Schöpfer sein. Er versorgt mich. Er lässt es für mich regnen. Er bringt Obst und Gemüse aus der Erde raus. Er ist einfach allmächtig. Ja, der hat andere Eigenschaften einfach. Er hat nicht Eigenschaften von Geschöpfen. Er hat nicht menschliche Eigenschaften. Und gar keine Eigenschaften von Geschöpfen. Weil Geschöpfe sind einfach, egal Menschen, Dschinn, egal wer, Engel, die müssen erstmal erschaffen werden. Die brauchen jemand anders, und damit sie überhaupt leben. Ja? Und sie brauchen Luft, sie brauchen dies, sie brauchen das. Der ist bedürftig, der ist arm, der kann mir gar nichts geben. Ja? Und er hat ein Ende, er hat einen Anfang, ein Ende. Allah hat keinen Anfang, Allah hat kein Ende. Das heißt im Endeffekt, es macht für mich gar keinen Sinn, das Christentum an für sich, ja, wir glauben ja an Jesus, wir glauben ja an die Bibel, ja, in die unverfälschte Form natürlich von damals, aber das Konzept macht einfach gar keinen Sinn, null Sinn. Also 1 plus 1, ja, das ist bei denen entweder 3, 4, 5, irgendeine andere Zahl, aber alles andere als 2, weil es einfach gar keinen Sinn macht. Plus noch dazu, in der Bibel selbst, die es jetzt gibt, steht ja nirgendwo, dass Jesus gesagt hat, ich bin Gott, oder betet mich an. Diese zwei Sachen stehen ja nicht in der Bibel. Warum soll ich das denn tun? Ja? Es ist auch diese verfälschte Version der Bibel, die wir jetzt haben, wo Sachen drinstehen, die stimmen, und Sachen, die nicht stimmen, und Sachen, die rausgenommen worden sind. Auch jetzt in der Bibel steht nirgendwo drin, dass Jesus gesagt hat, betet mich an, oder ich bin Gott. Steht nicht. Ja, warum soll ich das denn? Warum soll ich sowas glauben dann? Die andere Sache, die sie glauben, ist, Gott selber gemacht, quasi, Jesus gemacht, ja, das ist ja ein Teil von ihm, weil die sind ja Gott, die sind ja drei, Dreifaltigkeit, Gott, Jesus und Heiliger Geist, die drei zusammen sind ja Gott, also eins, vereinzelt sind die Gott, und alle zusammen drei, 1 plus 1 plus 1, ist auch eins bei denen, ja, ist dann auch Gott, und Gott, also Gott Allah in ihrem Glauben, ja, hat ja Jesus quasi, hat sich geopfert, ja, und sich töten lassen am Kreuz, damit unsere Sünden vergeben werden. Ja, weil wir Sünden machen, ja, hat er sich geopfert, hat Gott seinen Sohn geopfert, obwohl er selber auch Gott ist, damit unsere Sünden vergeben werden. Das hat aber gar keinen Sinn. Weil A, das wäre schon, Allah also hat sich die Ungerechtigkeit verboten, ja. Warum soll einer die Sünde einer Seele, ich mache Sünden, du musst meine Sünden nehmen, ja. Gehört gar nicht zum Wesen von Allah, dass er der Allgerechte ist. Das gehört nicht zur Gerechtigkeit. Ich habe Sünden gemacht, ein anderer nimmt sie für mich. Ja, er hat sich geopfert, damit meine Sünden vergeben werden. Plus, macht gar keinen Sinn. Plus, zweite Sache noch, okay, wenn er für meine Sünden gestorben ist, dann mache ich jetzt, was ich will. Weil er ist ja sowieso, ich bin ja sowieso gerettet. Okay, ich glaube an Jesus, okay, ich glaube an Jesus. Und dann? Ja, er ist ja für meine Sünden, er hat sich für meine Sünden geopfert, als Gott. Ja, weil ich gesündigt habe, er hat sich geopfert, damit meine Sünden gelöscht werden. Ja, okay, dann mach ich, was ich will jetzt. Meine Sünden sind sowieso gelöscht. Ja, ich gehe Rambazamba machen, ich gehe Leute töten, klauen, alles. Ja. Ich gehe auf jeden Fall ins Paradies, weil ich glaube an ihn, dass er für meine Sünden gestorben ist. Von 1000 Millionen Ecken macht gar keinen Sinn, diese Religion. Ja. Und, wie wir schon letztes Mal gesagt haben, die sagen ja selber, dass ein enger Zusammenhang ist oder eine Komplettisierung, komplett machen von dem Alten Testament, von der Tora, von Moses a.s. Ja, Tora und Bibel zusammen ist ein Stück zusammen quasi, eine Religion, ein Buch zusammen. Ja, das wurde halt, das war die erste Hälfte, erste Halbzeit, zweite Halbzeit. Ja, das gehört dazu, zweite, ja. Aber Musa a.s. hat das auch gar nicht gemacht. Musa a.s. hat auch nicht gesagt, wir sollen an Isa glauben oder Isa anbeten, Jesus anbeten. Im Gegenteil, ja. Man soll keine von den 10 Geboten von Musa a.s., was hat er gebracht? Tawhid. Man muss Allah einzig und alleine anbeten und ihm keine Partner und keine Götzen neben Allah stellen. Keine Götzen, keine Statuen etc. anbeten. Ja, also macht das wieder keinen Sinn. Weil wie kann das sein, dass das beides zusammen ist, aber das eine ist komplett anders als das andere. Und
Das, was Musa gebracht hat, haben auch die Propheten alle vorher gebracht. Ibrahim, Nuh, an die sie hier auch glauben, die Christen. Die haben alle, keiner von ihnen hat gesagt, wir glauben an Jesus oder betet Jesus an oder Jesus ist auch Gott und der Heilige Geist. Kein Prophet vorher, an den die glauben, kein einziger hat die gleiche Botschaft gebracht. Macht gar keinen Sinn. Und diese Botschaft macht gar keinen Sinn. Und Jesus selbst hat es auch nicht gesagt. Und bestätigt wurde das wieder danach im letzten Buch, im aktuellsten Buch von Allah, im Koran. Dass Jesus gesagt hat, betet Allah an meinen Herrn und euren Herrn. Ja? Und an vielen Stellen des Korans steht, was Jesus gesagt hat, was Jesus gemacht hat, was, wie seine Mutter war, etc. Das heißt für uns die Sache ganz eindeutig. Ja, deswegen ist Jesus, Christentum macht keinen Sinn. Nimmst du zum Beispiel Judentum, sehr, sehr ähnlich. Sehr, sehr ähnlich. Ja? Gibt es auch unter ihnen Sekten, etc. Aber die haben zum Beispiel gesagt, ja, Uzair, ein Prophet, ist Ibnullah, ist der Sohn von Gott. Ja, Juden, وقالت النصارى عيسى بن الله وقالت اليهود عزير بن الله. Ja, also die Juden, die Christen haben gesagt, Isa ist der Sohn von Gott, Juden haben gesagt, Uzair ist der Sohn von Gott. Ja, Schirk gemacht mit Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Hinsicht, in vielerlei Hinsicht, die haben Schirk gemacht. Ja, im Endeffekt, aber sehr, sehr ähnlich. Ja, sehr, sehr ähnlich, macht einfach gar keinen Sinn. Nehmen wir andere Religionen, keine Ahnung, es gibt ja in Indien, ja, über 1 Milliarde Menschen, Einwohner und allgemein in Asien sehr, sehr viele Menschen. Ja, sagen wir mal, dort gibt es sehr, sehr viele. An erster Stelle, glaube ich, würde ich sagen Hindus. An erster Stelle. Da gibt es zum Beispiel die Sikh etc. Ja, da gibt es viele Religionen dort zum Beispiel. Was glauben die? Die glauben an viel Götterei, die glauben an viele Götter. Ja, was glauben die zum Beispiel? Dass diese Reinkarnation, da haben die Christen auch eine Ähnlichkeit mit ihnen in Isa a.s. Und zwar glauben die zum Beispiel, wenn du stirbst jetzt diesmal, und wenn du stirbst, du wirst danach wiedergeboren. Das nächste Mal wirst du geboren, also wenn du stirbst, dann deine Seele wird wiedergeboren, das nächste Mal bist du eine Maus, und dann stirbt die Maus, dann wirst du wiedergeboren in eine Kuh, keine Ahnung, ob die Kuh auch sagen, aber du wirst dann wiedergeboren als Eidechse, und dann, je nachdem, ob du gut warst oder schlecht warst, in andere Geschöpfe, kannst vielleicht mal, keine Ahnung, auch ein Baum sein, oder, ja. Und dann haben die natürlich in ihrem Irrsinn, den die folgen und Unlogik einfach, macht aber gar keinen Sinn, beten die natürlich auch noch ihre Gelehrten oder Propheten an, menschenmäßig, ja. Sieht man ja bei den Sikh und so, bei den vielen, die haben so Personen, Fotos von lebendigen Menschen oder von so Menschen mit 27 Armen, kennt ihr diese Bilder, ja? Von den Hindus, glaube ich. Wie heißen die nochmal hier? Die haben nur ihre Feiern, wie heißen die nochmal hier? Schreien die in der Stadt, schreien die das. Wer ist denn Krishna. Krishna zum Beispiel ist auch eine Religion von ihnen. Das ist also halt Main. Die in der Stadt schreien. Nein, nein, die haben ja auch andere. Ja. Sollen die jetzt, ja, also ja, nicht erste, sondern ein bisschen die Diwali zum Beispiel, ja. Die haben ja so ganz viele Feiern haben die von, ja, wo die auch verschiedene Götter anbeten. Ja. Und zum Beispiel, die verehren auch bestimmte Tiere, ja, die verehren eine Kuh zum Beispiel, ja. Und dann siehst du zum Beispiel, gibt es ja auch Videos davon, wie die eine Kuh so schmücken und so, und dann, die machen es Sujud, die gehen runter auf den Boden und werfen sich nieder vor einer Kuh, ja. Da denke ich mir so, ey, was ist für eine Religion, Mann? Ja, eine Kuh. Ja, eine Kuh kannst du melken, da kommt Milch raus, da kannst du ihr die Beine wegziehen, fällt die runter. Da kannst du die schlachten, dann ist sie tot. Ja? Das macht ja gar keinen Sinn, die anzubeten. So. Die kann sich auch nicht mal, die kann sich auch nicht mal selber helfen. So. Ja? Kannst ja Beine wegziehen, fällt dir runter. So. Was soll ich für eine Kuh verehren? Ja, macht gar keinen Sinn einfach. Besteht aus Knochen und Blut wie ich, aber ich kann auch nicht mal 1+1. Ja? Was hat eine Kuh, was, außer dass sie jetzt eigentlich Milch hat für ihre Kälber, für ihre Kinder quasi. Wie soll ich eine Kuh verehren? Ja, und es gibt ja andere, manche verehren ja auch andere Tierarten dort. Elefant, Mäuse, Ratten gibt es auch und so, ja. Wie auch immer, auf jeden Fall, wenn du die Religion anschaust, macht einfach gar keinen Sinn, null Sinn. Ja. Und dann kannst du ja was anderes, was auch zum Beispiel, was viele, Atheismus. Ich glaube einfach an gar nichts. Okay, ich glaube an gar nichts. Okay, dann erklär mir mal, woher kommen wir, wer hat das alles erschaffen? Was passiert nach dem Tod? Was ist dieser Glaube? Atheismus.
Sowieso diese Definition gibt sowieso verschiedene Meinungen. Was heißt das ganz genau? Manche sagen ja, es gibt einfach keinen Gott. Ja, aber es gibt auch andere Definitionen von Atheismus. Aber, ja okay, es gibt keinen Gott. Dann erklär mir nur, wer hat das gemacht? Wer hat diese Himmel, Erde, alles gemacht? Das hat ja jemand gemacht. Das war ja, das ist 100%, das sagen ja auch alle. Alle Professoren, alle Universitäten. Es hat ja einen Anfang gegeben. Diese Erde, diese Menschen, die gab es ja vorher nicht. Ja, so es hat einen Anfang gegeben, 100%. Wer hat diese Menschen gemacht? Wer hat Himmel und Erde gemacht? Sonne, Mond, Tag, Nacht, Regen. Wer hat das alles erschaffen? Sterne und so weiter und so fort, ja? Wer hat das gemacht? Egal, such, überleg, lies Bücher, mach sie zu, wie du klarkommst. Aber am Ende wirst du niemals zu einem anderen, du kannst nicht zu einem anderen Resultat kommen. Jemand muss das gemacht haben. Egal wie du rechnest, ja, du kannst so Professoren, dies, das, ja, so richtige Brains holen auf der ganzen Erde. Atomphysiker und keine Ahnung und Biologen und Mediziner, egal von wo du es holst, irgendwie muss da jemand was gemacht haben. Ja, weil von nichts kommt nichts. Ja, das stimmt ja, von nichts kommt nichts. Warum? Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun. Guck mal, wie Allah das auseinandernimmt, einfach. In einem Vers. Ja? Wie er das Allah auseinandernimmt, in einem Vers. Am khuliqu min ghayri shay am humul khaliqun. Haben sie sich etwa, ja? Hat's geklopft, ja? Sagen wir, sollen reinkommen einfach. Ja, also, schau mal, wie das Allah Azzawajal. Schaut mal, wie das Allah Azzawajal zerschmettert. Einfach in einem Vers. Am khuliqu min ghayri shay. Wurden sie denn aus dem Nichts erschaffen? Am khuliqu min ghayri shay, am humul khaliqun. Haben sie sich selber erschaffen? Am khuliqu min ghayri shay. Haben sich selber, wurden sie aus Nichts erschaffen? Erste Möglichkeit, ja? Wurden sie aus Nichts erschaffen? Am humul khaliqun. Oder sind sie selber die Schöpfer? Ja, entweder wurden wir alle aus dem Nichts erschaffen, einfach nichts hat uns erschaffen, oder wir haben uns selbst erschaffen. Am khalaqu as-samawati wal-ard bal la yuqinun. Ja. Haben sie die Himmel und die Erde erschaffen? Bal la yuqinun. Sie verstehen nicht, ja? So, das heißt, im Endeffekt in diesem Vers hat Allah Azzawajal diese ganzen Sachen, auch Atheismus, auch alle einfach alles zerstört, zerschmettert. Warum? Weil es gibt keine andere Möglichkeit. Ja? Entweder wurden wir aus dem Nichts gemacht und nichts kann ja nicht machen. Hier ist ja gerade nichts, kann ja nichts erschaffen. Ist ja logisch, ja? Absolute Logik. Nichts kann ja, kann nichts irgendwas etwas machen, etwas erschaffen. Ein Mercedes erschaffen oder irgendwas, ein Streichholz. Nichts kann ja nichts machen. Können wir uns selber machen? Können wir auch nicht. Haben wir die Möglichkeit, die Himmel und Erde zu erschaffen? Haben wir nicht. Ja? Weder wir noch die anderen Menschen, keiner einfach. Das heißt, im Endeffekt, egal wie du suchst und überlegst und du kannst dein Leben lang studieren und dein Brain sein, am Ende wirst du kommen, Allah hat uns erschaffen. Es gibt gar keine andere Logik. Alles andere macht einfach gar keinen Sinn. Und deswegen am Ende ist ganz, ganz einfach, am Ende musst du es Islam machen. Du musst dich Allah hingeben, nur Allah kann das machen. Es kann, das Einzige, was logisch, ja, von der Logik her sein kann, von der Logik her und von der Schrift her, das, was uns überliefert wurde von Allah durch die Propheten, Altes Testament, Neues Testament, Koran etc. Ja, also von der Logik, am Ende, egal wie viel du suchst, du wirst danach zum Ende kommen. Es kann, alles andere macht gar keinen Sinn, außer, dass Allah uns erschaffen hat und deswegen bin ich Muslim. Und alles andere macht keinen Sinn. Nummer zwei, du hast den Beweis von der Schrift. Ja, Bibel, Koran, Sunna, Psalmen von Dawud a.s., das, was wir da haben an Schriften. Das heißt, von der Logik, von der Schrift und wenn du willst, auch von den Zeichen und vom Wissen, ja, von der Wissenschaft. Darüber haben wir schon einmal geredet. Das heißt, egal welche Sache ich anpeile oder ich dran nehme, am Ende, ich komme sowieso, es gibt keine, alles andere macht keinen Sinn außer Islam. Außer La ilaha illallah. beim letzten Mal haben wir geredet,
Ganz, ganz wichtig, der Iman besteht aus drei. Ja, Aussage. Was haben wir gesagt? Herz, Aussprechen und Taten. Oh, Herz, Aussprechen und Taten. Ja, und genau wie man damit Iman hat, kann man auch damit, mit allen drei, kann man aus dem Islam rausfliegen. Eine sehr, sehr wichtige Sache, die wir wissen müssen, ist die drei Fragen im Grab, die jeder Mensch befragt wird. Jeder Mensch. Drei Fragen im Grab. Wenn du ins Grab gelegt wirst, ja, man rabbuk, ma dinuk, man huwa ar-rajul ladhi bu'itha fikum. Wer ist dein Herr? Was ist deine Religion? Und wer ist der Mann, der zu euch entsandt wurde? Ja? Das ist der größte Test. Wenn du den bestanden hast, du bist im Paradies, inshallah. Inshallah. Ja? Das ist der größte Test. Das, was du jetzt in deinem Leben glaubst, praktizierst, sagst, machst, du wirst einen Test schreiben. Ja? Dieser Test sind diese drei Fragen. Die werden im Grab sein. Direkt, wenn du reingelegt wirst, deine Eltern, deine Familie, deine Freunde, die sind nach oben 1 Meter über der Erde, die haben dich gerade alles zugedeckt. In dem Augenblick werden die Engel zu dir kommen, diese drei Fragen stellen. Das ist der Test. Dieses ganze Leben jetzt, du lernst, du machst, ja, du glaubst an Allah, du fastest, betest, du machst gar nichts, egal wie du warst. Muslim, kein Muslim, Munafiq. Jeder wird diese drei Fragen gestellt bekommen, wenn er im Grab ist. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, was zu wissen. Mein Herr ist Allah. Meine Religion ist Islam. Und der Mann, der entsandt wurde zu uns, ist Muhammad sallam. Aber was wir wissen müssen ist, diese drei Sachen, die werde ich niemals aussprechen können, wenn ich sie nicht im Herzen hatte und wenn ich sie nicht praktiziert habe. Weil, du kannst dir so vorstellen, ja, du hast eine Presse, ja, wo du Saft pressen kannst, ja, ein Mixer. Du kannst ja, wenn du Orangen reinmachst, da kann kein Milch rauskommen. Wenn du oben rein, ja, Orangen presst, was wird rauskommen? Orangensaft. Ja? Machst du Zitrone rein, kommt Zitronensaft raus. Ganz einfach. Da wird einfach dein Herz ausgepresst. Das, was du gelebt hast. Das, was du geglaubt hast, das, was du gelebt hast. Dein Herz wird ausgepresst. Du wirst das sagen, was du gelebt hast. Du kannst nicht sagen, ja, okay, ich kenne ja die Antworten. Halas, ich lebe jetzt, ich mache, was ich will. Und dann, ich sage einfach was. Und dann, wenn ich gefragt werde, ich sage einfach, Allah ist mein Herr und so fertig, mich im Paradies. Du denkst, man kann ja nicht Allah einlegen. Ja, du wirst dann genau das sprechen. Dein Herz wird einfach ausgepresst. Du wirst einfach das sprechen, was du gelebt hast. Was du geglaubt und gelebt hast. Du kannst ja nicht lügen. Ja? Entweder du hast es gelebt und dann sagst du, Allah ist mein Herr, Islam ist meine Religion. Ja, weil du es weißt, weil du es gelebt hast, weil du es geliebt hast, weil du weißt, dass es die Wahrheit ist. Oder, wenn du es nicht gelebt hast, dann wirst du es auch nicht aussprechen können. Dann wirst du was sagen? Im Hadith steht, du wirst sagen, ich weiß nicht, die Leute haben irgendwas gesagt. Ja? Du weißt, auch wenn du es wusstest, du wirst es dann nicht mehr wissen. Warum? Du wirst nur das sagen, was du gelebt hast, was du richtig im Herzen hattest. Das ist eine wichtige Sache, die man wissen muss. Ja? Und darüber werden wir manchmal nochmal sprechen, über diese drei Usul, diese drei Fundamente, weil das sind fundamentale Sachen. Ja? Und das wirst du nur dann, ja, was bedeutet das? Allah ist mein Herr. Ja? Richtige Tauhid, dass niemand angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Dass nur er verehrt werden darf, wie man Allah verehrt. Dass man ihm nicht beigesellt in keiner Hinsicht. Weder großes Schirk noch kleines Schirk, gar nicht beigesellt. Ja? Und alle Arten der Verherrlichung, der Anbetung, dass sie nur ihm gebühren, egal welche das ist. Ja? Das fängt schon an bei kleinen Sachen von, wenn du schwörst, schwörst du nur auf Allah. Ja? Dass du auf Allah vertraust, dass du auf Allah zum Beispiel Isti'ana, dass du diese Hilfe, wenn du um Hilfe rufst, ja, nicht diese Hilfe, das was Menschen machen können. Ja? Du kannst natürlich deinem Freund helfen, dass er dir dein Auto schiebt. Aber du kannst niemals einen Scheich anrufen oder einen Menschen anrufen und sagen, hey, ich brauche Kinder. Ja? Gib mir Kinder. Nicht einen Scheich, nicht einen Prophet, nicht einen lebendig, nicht tot, niemanden. Warum? Weil Kinder, Allah gibt dir Kinder. Du kannst keinen Menschen sagen, mach mich gesund. Ja? Er ist nur ein Sebeb. Das heißt, alle Arten von was nur Allah machen kann, nur von Allah subhanahu wa ta'ala zu fragen. Wadin al-Islam, der Islam ist, dass du Islam machst du Allah, dass du dich Allah unterwirfst, dass du ihn anbetest, so wie er befohlen hat. Mit der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mit Ikhlas. Und als drittes, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er wurde zu dir entsandt,
dass du ihm folgst und dass du Allah so anbetest, wie er es dir vorgelebt hat. Wie er es dir vorgelebt hat. Ja? Dass du seine Sunna befolgst und nicht Erneuerungen folgst. Dass du seine Sunna befolgst. Und diese drei Sachen, wenn man die richtig praktiziert, dann wird man die Antwort im Grab, den Test, das ist der Endst. Das ist so, wie wenn du in der Uni bist, Karas, du machst jetzt deine Diplomarbeit und gibst sie ab. Ja? Entweder du bestehst oder du bestehst nicht. Entweder du hast bestanden oder du hast nicht bestanden. Ja? Fertig. Eine Chance, Karas. Jetzt im Leben liebst du das. Aber dieses Blatt, das du bekommst, wo du reinschreibst, das wird im Grab sein. Diese drei Fragen. Wenn du es dann schaffst, Khalas, du bist gerettet. Du bist gerettet. Du bist inshallah keine Hölle. Niemals wirst du dann ein ewiger Höllenbewohner sein, quasi. Ja? Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir diese Sache lernen. Inshallah. Und ich wollte eigentlich mit euch heute auch über die Usul Thalatha reden. Und zwar, dass man über die drei fundamentale Grundlagen, ja, die drei fundamentale Grundlagen. Das heißt, dass darauf ist die Religion aufgebaut, ja, was sehr, sehr wichtig ist. Und inshallah werden wir aber im nächsten Unterricht darüber reden. Machen wir vielleicht einfach jetzt hier Schluss. Oder soll ich ganz kurz, nur kurz sagen, worüber es geht, worüber es sich handelt. Okay. Wie viel haben, schafft man das Gebet, Bruder, oder ist knapp, ne? 15 Minuten. Habt ihr alle Udo? Wer hat Udo? Ich nicht. Ne, dann geht mal Udo machen. Halas. Dann machen wir jetzt Schluss. Machen wir inshallah Schluss und machen wir beim nächsten Mal inshallah, machen wir diese wichtige Sache inshallah über die fundamentalen Grundlagen des Islam, dass wir inshallah lernen, wie wir den Islam richtig verinnerlichen und was dazu gehört. Ja, was dazu gehört, denn dazu gehört, dass man es lernt, verinnerlicht, praktiziert, dazu aufruft und geduldig ist auf diesem Weg, ja, auf dem Weg des Islam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das richtige Verständnis geben. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ان شاء الله ان جزاك نيدن ابند بسان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام